Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Schnurer. Ich bin Heilpraktiker und Psychologe und ich bin Dozent an der Deutschen Paracelsus-Schule sowohl für Heilpraktiker als auch für Psychologen. Ich möchte Ihnen heute etwas über mein Seminar zur Akupunktur bzw. zur traditionellen chinesischen Medizin erzählen. Und dabei werden Sie erleben, dass wir hier eine sehr alte einerseits, aber andererseits auch sehr effektive Therapiemethode vor uns haben. Die Akupunktur ist inzwischen geschätzt 3.000 bis 4.000 Jahre alt, aber die Grundlage zur Akupunktur finden wir im Huang Di Nai Jing, dem inneren Klassiker des Gelben Kaisers. Das ist ein Buch, das wurde zwischen 300 und 100 vor unserer Zeitrechnung zusammengestellt, geschrieben. Im Grunde ein Buch vergleichbar mit der Bibel, die ja auch viele, viele Autoren hat. Und seit dieser Zeit wird mit der Akupunktur so gearbeitet, wie wir es auch heute noch tun. Die Stärken der traditionellen chinesischen Medizin und speziell der Akupunktur liegen im Bereich der Behandlung von chronischen Erkrankungen. Wir müssen anerkennen, die abendländische Medizin hat ihre Stärken im Bereich von Akuterkrankungen, Notfällen und so weiter. Aber mit der TCM, mit der Akupunktur, können wir zum Beispiel Krankheiten wie Allergien, chronische Schmerzen, energetische Disharmonien im Körper kompensieren. Und da ist die Akupunktur ein einmaliges Handwerkszeug. Sie lernen bei mir Akupunktur von Anfang bis Ende. Das heißt, Sie werden lernen, wie man einen Patienten, den man nicht kennt, empfängt und wie man mit ihm die Anamnese macht. Durch die Anamnese zu einem energetischen Harmonie- bzw. Disharmoniemuster kommt. Wie man dann die zutreffenden Punkte auswählt und wie dann mit den zutreffenden Punkten die Therapie durchgeführt wird. Sie werden bei mir gleich am ersten Tag lernen, wie wir Nadeln zu setzen haben. Und zwar in der Anwendung der Schmerztherapie. Dabei handelt es sich um eine Kombination von 8 bis ungefähr 25 Punkten, die bei Schmerzen in verschiedenen Körperregionen indiziert sind. Das werden Sie gleich heute Nachmittag, pflege ich zu sagen, zu lernen, sodass Sie heute Abend schon Ihrer rückenkranken Mutter helfen können. Die Zielgruppe meines Seminars sind Heilpraktiker und Heilpraktiker-Anwärter. Dabei muss Ihnen natürlich bewusst sein, dass Sie als medizinisch interessierter Laie nicht die Erlaubnis haben, Nadeln zu setzen. Sie lernen die Akupunktur bei mir. Es gibt ein Lehrbuch von mir im Verlag Urban und Fischer. Das ist inzwischen in der 4. Auflage erschienen. Und das ist, man könnte so sagen, die Begleitliteratur zu meinem Seminar. Ich arbeite mit der Akupunktur seit 25 Jahren in meiner Praxis und zwar mit einer Reihe von Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass ich auch Therapiesequenzen modifiziert habe. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meiner Ankündigung ein bisschen Appetit auf das Seminar machen und würde mich freuen, Sie bald begrüßen zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Thomas Schnurer.